Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Space Engineers. Heute bin ich mal alleine. Warum? Weil Chester keine Zeit hat. So sieht's aus und so ist es auch. Gut. Was machen wir heute? Wir haben den Gang soweit fertig. Ich hätte ja sagen, ich hätte jetzt hier gern die Lichter hier fertig machen, aber dann müsste ich die Scheiben abnehmen, um nach außen hier zu versetzen. Oder wir bauen, was wir bauen? Wir reparieren weiter an dem Mutterschiff. Ich weiß es nicht. Ich weiß, was wir machen. Wir räumen jetzt erstmal um. Da haben wir nämlich genug zu tun. Wird das heute mal eine richtige Aufräum-Folge? Aufräumen, umräumen, wegräumen. Das kapiere ich sowieso nicht, wieso das hier so funktioniert. Naja, egal. Könnte ein technischer Bug sein. Ja, Leute. Also langsam bin ich aber mit meinem Latein am Ende. Vielleicht fällt euch irgendwie was ein, was ich noch bauen könnte, was ich noch machen könnte. Wäre schön, wenn ihr mir da ein Statement dazu gebt, denn langsam... Wieso leckt das schon wieder so komisch? Weil jedes Mal, immer wenn ich alleine bin. Ja. Starving allein im Weltraum. Ich könnte ja mal alles wieder desamplen. Ja, vielleicht auch mal wieder Sinn der Sache. Ein bisschen Material zu kriegen. Und weg war's. Fabrikationsroboter 1. Bitte fangen wir an. Welcher? Ach, der fängt jetzt an. Ja gut, dann soll er. Dann soll er das tun. Ich weiß nicht, wir haben letztens so viel Schrott gemacht. Und trotzdem... Schrott weggemacht und trotzdem haben wir immer noch diesen ganzen Müll hier rumfliegen. Oh.
Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Und dann dieses ganze Werkzeugkacke da. Früher konnten wir sie wenigstens noch die samplen. Aber heute? Kann man sie nur noch, wenn es hochkommt, herstellen. Ja, ihr habt ja mitbekommen, ich mache ja mittlerweile mit Jester Unturned. Hört sich komisch an, ich mache mit Jester Unturned. Ja, ihr turnt mich ja sowas von an. Hm. Nein, das Spiel Unturned. Ich weiß nicht, ich habe da so meine grenzwertigen Bedenken zu dem Spiel. Zumal, dass das ein Spiel ist, wo ein 16-Jähriger programmiert hat. Dem ist es wohl zu langweilig geworden, von anderen Leuten die Spiele zu spielen. Aber dann selbst gleich so. Naja. Da kann man jetzt sich streiten, wie man will. Ach ja, wahrscheinlich macht hier unsere Space Squad bald eine Reise. Denn ich brauche ja ein Schiff, wo dort oben dann mein nächstes Großprojekt mich unterstützt. Da das Schiff hier die denke ich mal Hauptressourcen dann hat. So, das lege ich jetzt alles mal in den in den Zweier. Mal gucken, was er damit macht. Konfiguration Frachtroboter 2. Von dem Förderbandsystem trennen. Frachtroboter 2. Alles disassemblen. Okay, es geht doch noch. Schön. Dann räumen wir mal weiter auf. So, ist da noch was drin?
Ne, dann können wir den Check machen. Dann stört er hier auch nicht mehr. So, was ist in Rosi noch drin? Glaubst du, dass jede Menge von diesem Mistzeug? Wird das wieder so eine Sprachlos-Tour? Klar, ich hätte Rosi auch rausfliegen hätten können und entladen sollen, bevor ich so reingeflogen habe. Leute, ich glaube, das ist auch die bessere Idee. Ich will sie ja sowieso aus Motten. Oh, sie hat einfach ausgedient. Ist zwar ein schönes Schiff, aber auch schön alt mittlerweile. Aber die Frage ist jetzt, wie kriege ich sie wieder hier raus? Das müsste eigentlich hoffentlich doch mal reichen. So, Rosi, Abflug. Abdocken. Schub geben. Komm schon. Nein, geht nicht. Das wohl doch die Antenne weg sein.
So, da ich ja dämlich genug bin, weiß jetzt nicht, wie ich die Scheiben damals rausgesetzt habe, muss ich jetzt gucken, wie ich sie wieder reinsetze. Ne, ich glaube, so war das nicht. So, jetzt richtig? Glaube ich nicht. Nee, siehst du? Ach man. Was ist doch andersherum richtig? So ist richtig gut. Ach, heute ist echt, bin ich zu reden zumute. Mindestens fällt mir nichts Besonderes auf ein. So, was brauche ich denn für so eine Antenne? Startplatten. So, um auf die Station zu greifen. Geht wohl gerade nicht. Jetzt geht das auch. Warum auch immer das vorher nicht geht, jetzt geht das.
Okay. Dann räumen wir mal Rosi aus. So geht einfach viel schneller. Leg mal, ich wäre jetzt die ganze Zeit hinhergerannt. Wie dämlich wäre ich dann? Und so viel Uran braucht sie auch nicht mehr. Ich würde mal sagen, 1 Kilo Uran kommt Rosi locker aus. Wo ist der große Reaktor? Warum die Raffinerie nicht weitermacht, weiß ich auch nicht. Abdockungsbefehl. Ah. Da habe ich ja noch. Egal. So. Da ja der Gute mit diesen Updates da gespielt hat, mache ich das jetzt auch mal. Und zwar mache ich das an Rosi fest. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen so einen Controller. Das heißt Reparatur. So. Du sollst mir mal so etwas herstellen. Sowas. Reicht das? Mir so wenig vor. Nee, wir werden sehen. Ich will ja nur eine Seite, also ich will es ja nur so machen, dass das dann... Na, siehst du? Dass das Ding dann wegfliegen, also dass ich das dann wegfliegen kann. Kamera? Wo ist die Kamera? Ach, da. Kurz mal nah an sich, dass ich auch die Kamera richtig positionieren kann. Nichts, da fehlen jetzt auch noch Computer, also was fehlt? Uns fehlen Computer, Herstellungskomponenten und Motoren. Herstellungskomponenten und Motoren. Computer, Motoren, Mischungskomponenten. Ich
Dann macht Rosi eine Flugreise. Allein. Oh, und wir nähern uns auch schon das Ende. Mal prüfen, ob die Antenne von Rosi an ist. Sonst geht das ja nicht. Ja. Aus irgendeinem Grund habe ich hier keinen Zugriff. So. Dann nehmen wir noch das östliche Uran raus. Hier aus kann sie das Uran dann richtig verteilen. So. Wiedersehen, Rosi. Hoffentlich kriege ich das auch so hin. So. Die Antenne ist doch an, ja. So klar. Mission, alles Liebe ist One. Komisch. Bearbeitet alles. Ich habe keinen Zugriff auf das Schiff. Ja, wenn nicht, muss ich eben so fliegen. Oder muss selbst die Antenne auf Maximum stehen von Rosi. Ach so. Na gut, dann war es das auch schon wieder. Also, na,
Falls euch die Folge gefallen hat, die ein bisschen doch komisch war, gebe ich voll und gern zu. Lasst mir ein Like da, Kommentare auch sehr gern gesehen. Und ja, vielleicht fällt euch ja noch irgendwas ein. Mir auf jeden Fall nicht. Jo. Und dann gehen wir mal auf dem Schiff hier ab. Muss ich ja auch noch irgendwann wegfliegen. Na, war klar. Ich will da rein und fall daneben. Super. So, wie gesagt, falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, Kommentare gern gesehen, bei Dislikes bitte auch Kommentare, sonst können wir nichts ändern, was euch nicht gefällt. Ja, was soll ich noch zu sagen? Man hört sich, man sieht sich, man liest sich. Ciao.